Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tales of Berseria. Heute starten wir in die Folge mit der Grundsatzdiskussion Katze oder Hund. Ich weiß noch nicht so ganz, was das hier mit dem Spiel und dieser Szene zu tun hat. Da links ist eine Naht in der Mauer. Aber das werden wir jetzt im Gespräch erfahren. I saw Benwick and the other crew members get into a serious fight over whether cats or dogs were better. I don't get what the big deal is. I can't believe you could say such a thing! No conflict is more perilous than the one that has dogged mankind since the dawn of civilization! In the shadow of every war are the battles of dog lovers and cat lovers. Between each side lies a divide, maybe not all that deep, but unbridgeable all the same. I'd say we're lucky that the squabble you saw didn't escalate into anything more serious. I had no idea it was such a big deal. So what side do all of you fall on? I am, without a doubt, a cat person. Cats and witches have a long history together. Personally, I prefer dogs because they can cohabit with humans while following rules. But I like cats too, because they're cute. What about you, Rokuro? Shigure liked cats, so I don't. But I like dogs even less. Always wagging their tails for their masters. I feel the same way. Dogs will trade anything for food. Learning tricks, wagging their tails, getting friendly. And in time, even forgetting to howl. I think that's too cynical. Dogs make efforts to please humans so that we can live together. They're friendly and compassionate creatures. Then does that make you a cat person, Aizen? Actually, I like squirrels best. When I lived with my sister, the nearby forest had lots of nice, fluffy squirrels that would let me pet them. This isn't about squirrels. It's about cats and dogs. You have to pick a side. If I had to choose, yeah, it'd be cats. There's something lovable about the way they act, especially when you spoil them. Reminds me a lot of my sister. What about you, Velvet? Cats or dogs? Dogs. They don't betray you. You always have to be so serious, don't you? So Velvet and Eleanor like dogs, while Mogilu and Aizen prefer cats. And Rokuro doesn't care for either one. That makes you our tiebreaker, kiddo. The fate of this showdown is in your hands. It is? Now that you're no longer the Abbey's dog, perhaps you're thinking of being one for Velvet's column? What has that got to do with anything? We're just talking about which animal we like. If you're getting so angry over this, he's going to have no choice but to pick dogs. I just told you— No more fighting! This is clearly getting out of hand, so why don't you all agree that you're Bienfu people and make up already? And what makes you special enough to have Bienfu people? Because I can be loyal like a dog, but also do my own thing like a cat. If you pick me, everybody wins. I don't think it works that way. Ach ja, schön. Also auch hier der Krieg zwischen Katzen- und Hundeliebhabern. So, wir wollen ja zurück auf die Gefängnisinsel. Ich würde sagen, wir halten uns jetzt gar nicht so lange auf. Was haben wir hier drin? Geruchlose Flüssigkeit. Na, supi. Ich muss auch demnächst nochmal neue Klamotten auswählen. Ich habe schon lange nicht mehr geguckt, ob ich bessere Ausrüstung habe. Ich denke, das werde ich aber wieder im Off machen. Das ist ja jetzt nicht so super interessant. Zucker! So. Zurück nach Titania. I guess a dragon was a bit much to take on, even for the Reaper. You should get some rest. We all should. I'll just get the crew started on readying the ship for our next departure. All right, you go do that. Lafayette, you should get some rest too. I'm fine. It's more important that I focus on finding an actual Therian this time. I'm going to take another try at sensing the Earth Pulse points. You're as stubborn as ever, Fee. Der versucht wirklich sein Bestes zu geben. Oh, das sieht ja lecker aus. Mit Maulwurst, Fledermaus und Wolfsfleisch? Ein Friedensgebet, geschmackliche Harmonie? Ich weiß ja nicht. So, rein mit uns.
Das klingt irgendwie nicht sehr lecker. Okay, warte mal. Nein, was sollen wir da machen? Ruh dich etwas aus. Warum müssen wir dafür auf eine Special-Ebene? Naja, gut. Dann machen wir das. Also dann. Hoffentlich finde ich den Weg dahin überhaupt wieder. Okay, langsam kenne ich mich ein bisschen besser aus, aber wir waren schon wieder ein paar Folgen lang nicht hier auf der Insel. Da vertut man sich schon mal. So. Wer steht da? Steht da wieder Turtles oder... Gucken wir mal gerade. Nee. Ach, Dial. Hey, Kurigane, let me ask you something. More complaining, is it? Come on, don't be like that. Every time I turn around, Velvet or one of the pirates is telling me to go make some delivery to some island. I can never get a break. Isn't that just a sign they think you're a dependable guy? Maybe, but I don't see them sending you off on errands. It's like they take one look at your face and decide to leave you alone. I don't have a face. Oh, right, sorry. Slip of the tongue. Maybe you just don't know how much work I do around here. It's more than you think. Anything to do with iron, I do it. Making tools, repairing things. What do you take me for? Some kind of cheeky freeloader? I don't even have cheeks. You're too funny. But doesn't it ever annoy you to have all these kids giving you orders? I've spent my entire life thinking of nothing but forging swords. It's been centuries since I've interacted with youngsters like them. They can be a hassle, but at least it's a new hassle. Yeah, that's what I thought at first. So I went along with whatever they asked. But I've been too nice, so they keep pushing work onto me. Maybe if I hadn't been so helpful, they would have stayed out of my face like they stay out of yours. I don't have a face. That's not the point. Aren't you even listening to what I'm saying here? You need to make up your mind. You and I got on this ship alongside these people, who are putting themselves in great danger in order to live the lives of their choosing. If you don't like it, then go on and get off this ship with your tail between your legs. Yeah, except I don't have a tail right now. Ach ja, schön, schön. Ach herrlich, ich liebe sowas. Nee, warte mal, hier kommen wir ja dann wieder in Velvets alten Bereich. Das ist ja auch nicht richtig, ne? Ich gehe gerade nochmal hier lang. Es ist schlimm mit meinem Orientierungssinn. Aber die Katzgeister, die nehmen wir mit. So, ich gehe hier geradeaus. War das nicht womöglich wirklich der Turm? Nee. Oder? Ich gehe mal vorsichtshalber gerade hoch. Wenn es falsch ist, ist es falsch, aber dann habe ich hier wenigstens nochmal geguckt und nicht, dass ich dann auf einmal wieder hierhin zurück muss. Ach Gott, hier oben hockt Grimoire. Nee, gut, das war falsch. Ach je, könnt ihr euch gut orientieren oder sagt ihr auch, okay, nee, ich habe vom Orientieren auch so viel Ahnung wie eine Kuh vom Sonntag. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich glaube, ich habe schon wirklich einen sehr schlechten Orientierungssinn, aber komm mal an, das kann doch nicht sein, dass ich damit alleine bin, oder? Sind wir jetzt hier richtig? Da ist immerhin ein blauer Mond. Da können wir wieder mit irgendeinem Typen reden. Jetzt haben wir hier abgesplitterte Kupfermünze und hier drin Arkaner Trank. Ich kann ein paar Betten vorbereiten, wenn ihr euch ausruhen wollt. Wollen wir ja eigentlich, ne? The oldest known map of the world was made by...
Wow, it took them decades. You always look so happy when you've got your nose in a book. What's so interesting about the one you've got there? It's a book about surveying. When I read it, I can imagine myself traveling afar and making maps of the world. It sounds like so much fun. I know just how you feel. I know Mogilu and the others don't understand. But I just can't help but feel excited when I think about us completing a map of the entire world. It's the thought of treasure that gets me more fired up. Obviously, there's treasure waiting to be unearthed too, but that's more of a bonus on the side. Crossing uncrossable oceans, going to lands where none have gone before. The voyage itself, the dance with death, these things hold value greater than that of any treasure. Ah, adventure! Truly the romance of the quest we call life. Lafayette, you had a map, didn't you? The one you dropped when we first met? It's a world map I got when I was with the Abbey. But I only checked out the places really close by. I could hardly call it adventure. There's more to adventuring than visiting far-off lands and sailing stormy seas, you know. Adventures are about achieving your ambitions and leaping across the walls we've built to protect ourselves, no matter the danger that waits on the other side. There are no big or small adventures. Even if I only went to Helavies and the Fegal Ice Caps? Think of it like this. When you sneaked out of town without the Abbey noticing, when you walked the land and compared it to your map, how did that make you feel? It was scary, but fun. Exhilarating. Then it was an adventure. The map you made within yourself is a treasure that's only yours. Wow! My very own treasure! Aww, das ist süß. Ruh dich etwas aus, ne? Super. Wir haben uns doch jetzt schon ausgeruht. Okay. U3. Aha! Endlich raff ich das mal. Dann hätte ich wohl doch da hinten. Ah, verflixt nochmal. Jetzt raff ich das endlich mal, wie ich hier laufen muss. Oh, ich bin draußen. Habe ich eben gesagt, ich raff es, wie ich hier laufen muss? Ich glaube nicht. So. Das ist doch Wahnsinn. Sorry, jetzt laufen hier wieder die ganze Folge nur hin und her. Tut mir leid, tut mir leid. Die nächste Folge wird dafür ganz spannend. Mit Sicherheit. Das Schöne ist ja tatsächlich, dass ich das nicht mal langweilig finde, hier einfach rumzulaufen. Ich genieße das so in vollen Zügen, dieses Spiel zu spielen. Ich hoffe, man merkt das halbwegs und ich kann euch dadurch auch noch ein kleines bisschen mehr dafür begeistern. Wie kommen wir jetzt da? Ach ja, da muss ich hier gleich rum. Dass ich euch dann quasi auch so ein bisschen wenigstens mitreißen kann, wenn ich mich einfach nur wieder verirre. So. Gut, dann müssen wir doch hier runter. Dann war ich doch erst nicht falsch. Ach, Manno. So. U2, U3, genau. Und da rechts geht's jetzt in U2. Aber hey, jetzt habe ich das System dahinter verstanden. Das heißt, dass ich in Zukunft, beziehungsweise was heißt verstanden? Ich habe mir vorher die Map noch nie in aller Ruhe angeguckt, tatsächlich. Sagen wir eher, es ist mir jetzt zum ersten Mal richtig bewusst aufgefallen. So. Ach, das ist wieder der Turm, ne? Ist das wieder Velvets altes Gefängnis? Warum will sie sich denn unbedingt darin ausruhen? Hm. Naja, gut, wenn sie meint, dann soll sie sich da ruhig ausruhen. Ich meine, ich werde sie daran nicht hindern. So. Gut. Jetzt sind wir, glaube ich, gleich da, ne? Don't push yourself too hard now, Lafayette. You hear me? I hear you. I just... Huch. Was machen denn jetzt die beiden hier? I told everyone I could find the Therians, but...
I've only sent us to the wrong places. Aizen, is there any way to boost a Moloch's powers? I guess it's okay for me to tell you this. The majority of Malakim today have their consciousnesses sealed away to be used as mere tools for the exorcists. But originally, Malakim were beings who received prayers from people, and in return bestowed their blessings upon nature and mankind. So you're saying that when humans pray to a Moloch, the Moloch receives great strength? Yes. In general, at least. Some Malakim, like me, buck the system and bring about misfortune rather than divine grace. Oh, that's unfortunate. But who would ever pray to me? Maybe you didn't lead us to any Therians, Fi, but it's not like we came back empty-handed. We found Orichalcum to use against Shigure, and we also learned we can hold our own against a dragon. Velvet. So where should we go next, Fi? Northgand! There's a big Earth Pulse point north of Helavis! Works for me. Aizen? We can leave whenever you want. Doesn't matter to me. And I'm all set. Let's make our way to the harbor. When I say prayers, I don't mean outright worshiping. All I'm talking about are earnest thoughts and feelings directed at you. I see. So I'm already receiving prayers then. Ich glaube, das war so ziemlich das Schönste, was Velvet hätte machen können für Fi. Weil jetzt hat er einfach das Gefühl, ja, er hat so oft das Gefühl des Versagens. Und Velvet ist ja doch ziemlich streng in ihrer dämonischen Form. Und ich glaube, da macht er sich oft Gedanken, dass er sie enttäuscht. Und er will sie nicht enttäuschen. Und jetzt hat sie ihm gerade endlich mal gezeigt, wie wichtig er eigentlich für sie ist. Auch wenn er nicht alles so hinbekommt, wie es optimal wäre. Das ist einfach so und das war jetzt, glaube ich, wirklich recht wichtig, dass Velvet ihm mal gezeigt hat, dass er für sie nicht nutzlos ist. Nur weil er nicht alles hundertprozentig sofort hinbekommt. Ach, schön. Schön, auch wenn das jetzt wirklich wieder nur so eine Folge war, wo wir nur am Rumlaufen sind. Wo jetzt nicht so viel passiert ist, was spannend wäre. Es war teilweise wieder lustig, es war teilweise gerade, ja, das war für mich wirklich so ein bisschen so ein ergreifender Augenblick. Das ist schon... Okay, also nach Northgand zurück. Das heißt, zurück nach Helavis. Da waren wir ja schon lange nicht mehr. Bin ich ja mal gespannt, was davon noch übrig ist. Musste ich hier hin? Ja. Our next target is north of Helavis, near the Faldi's ruins. In light of everything we know, I'd say it's highly likely we'll find a Therian there. Let's hope! Then we should make our first stop, Port Helavis. With the, mischief we got into last time, getting into the city might prove difficult. Benwick, how are things in Helavis right now? That shipping guild that used to handle our mooring is pretty much toast, but for some reason, the Abbey isn't watching the port as much as they once were. Unfamiliar ships have been hauling in relief supplies, so if we pose as one of the transport ships, I think we can slip in. And if we divert some supplies to an unofficial channel, we might be able to secure a new mooring partner. Smuggling in relief supplies for our own disaster. Cheeky bastards, aren't we? It's what'll get us in. That much is true. It's a plan. Roger. I'll get right on it. Hey, Eleanor. Abbey exorcists don't pray to their tethered Malakim, do they? You mean something besides our oaths? An oath is a magical formula that grants you power in exchange for binding you to a rule, right? Yes. Though that is simplifying it a bit. When Malakim receive human prayers, they bestow their blessings upon people and nature. Aizen told me that we Malakim grow stronger when humans pray to us. Prayers and blessings? I've never heard of that. I used to think the same way as the other exorcists. Malakim are merely tools that allow us the use of arts. Yeah, that's what I figured. But Inomi-Nod is different.
The exorcists all worship him. They have faith in his mighty power. And not only that, the people of this nation pray to the Empyrean for salvation, just as Artorias instructs them. Ah, I get it now. See the wheels turning, do you, kiddo? Huh? Artorias founded the Abbey within the existing Church of the Empyreans, so that he could direct the people's thoughts towards Innominat. So that even while they lionize Artorias as their savior, they are made aware of Innominat's presence behind him. Everyone starts believing in Innominat. The prayers of the entire world go to him, becoming his power. After the centuries-long decline of Empyrean worship, he becomes stronger than anyone today could imagine. The pieces do fit. Oaths, prayers, blessings, the demon blight. So much in this world is affected by matters of the heart. They hold magical power, both effective and meddlesome. We are truly going up against the rest of the entire world, aren't we? Don't look so troubled, Eleanor. I'm gonna do my best to get stronger, so believe in me. I am a Moloch, after all. Oh, Lafayette, you've become so brave so quickly. Have I? But you're still cute when you get embarrassed. Hey, why is your face so red? Huh? My face isn't red. Huh? Ein Brief, etwa wieder von der Schwester von Aizen? Da warten wir doch im Endeffekt noch drauf, ne? Hat ja bislang nur diesen Drohbrief in Anführungsstrichen bekommen, Ende letzter Folge. Eine Antwort hat er ja noch nicht erhalten. Ja, ihr Lieben, ich würde aber sagen, das war's für heute erstmal. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge war nicht zu langweilig für euch. Mir hat es trotzdem sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich mich verlaufen habe. Nächste Folge hören wir uns dann noch das nächste Gespräch an und hören mal, um welchen Brief es geht. Ich tippe ja, wie gesagt, ganz, ganz stark auf Aizens Schwester oder ein weiterer Drohbrief. Ich bin gespannt. Ja, und dann setzen wir Segel Richtung Hellawis. Also, ihr Lieben, macht's gut und wenn ihr mögt, bis morgen. Tschüss!